Auf den ersten Blick unterscheidet sich Auen-Holthaus wenig von anderen Dorfgemeinschaften im Oldenburger Münsterland. Es gibt viel Grün. 238 Menschen leben hier, dazu noch ein paar Vierbeiner, die einen mehr, die anderen weniger exotisch. Doch als eines von zwei niedersächsischen Dörfern hat es Auen-Holthaus geschafft. Der Ort steht in der Finalrunde des bundesweiten Wettbewerbs Unser Dorf hat Zukunft. In diesem Jahr, in diesem Wettbewerb sind es vor allem das ehrenamtliche Engagement, wie die Dorfgemeinschaft gemeinschaftlich solche Herausforderungen angeht. Natürlich unter Berücksichtigung von Natur, Umwelt, Baukultur und weiteren Faktoren, die Dörfer ausmachen. Dabei dürfte der Fokus auf eine starke Dorfgemeinschaft den Auen-Holthausern entgegenkommen. Weil wir tatsächlich so eine starke Dorfgemeinschaft haben. Also hier packt jeder mit an, auch gerade die Kinder. Wir haben einen Garten angepflanzt, gemeinsam mit Unterstützung der Eltern. Wir haben eine starke Dorfjugend, die haben sich sehr engagiert. Also wichtig ist auch der Punkt Umwelt natürlich. Wir sind ins Wiesenvogelgebiet gefahren, das heißt, wir schützen die Natur, das ist auch wichtig. Gerade bei der Rundreise wurden auch nochmal Neujahrskuchen angeboten. Das ist auch so eine Tradition bei uns, die es immer zum Neujahr gibt. 3 Stunden hatten die Bewohner Zeit, der Jury ihren Ort und ihre Gemeinschaft zu präsentieren. Ich finde, wir haben uns gut präsentiert, es hat alles gut funktioniert. Und ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, also wir möchten schon gerne Gold, na klar. Insgesamt 22 Dörfer stehen in der Finalrunde. Neben Auen-Holthaus schaffte aus Niedersachsen noch Kirchbeutzen den Einzug. Ich denke, dass es gerade in dieser Zeit wichtig ist, positive Beispiele aufzuzeigen und sagen, gerade auch der ländliche Raum kann Lösungen finden für die Zukunft. Am 30. Juni will die Jury den Sieger verkünden und auch wenn die Mitglieder sich heute nichts anmerken ließen, blickt Maria Wilken der Entscheidung gelassen entgegen. Also ich würde sagen, hopp, also wir haben ja sowieso schon gewonnen. Ne? Wir sind Landessieger von Niedersachsen. Was wollen wir mehr? Am Ende der Rundfahrt durch Auen-Holthaus blieb dann sogar noch etwas Zeit für den ein oder anderen Plausch zwischen Dorfbewohner und Jurymitglied.